Wir haben gerade eine spannende Diskussion gehört. Einstieg vielleicht insofern, als beide Referenten ja versucht haben, den Begriff der Nachhaltigkeit semantisch weiter auszudeuten. Und wir haben alle, glaube ich, auch gemerkt, diese Bemühungen sind dann in der Diskussion, in der konkreten Diskussion, so ein bisschen auch wieder verloren gegangen. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache, aber ich will vielleicht einen Punkt rausgreifen und dann zu einem Begriff überleiten, den insbesondere Herr Kuiper herausgearbeitet hat, aber es war auch bei Herrn Kaltenbrunner letztlich immanent drin, das Thema Nachhaltigkeit nicht als eine Stabilisierung oder ein stabiles System, ein starres System eigentlich, System ist vielleicht auch schon wieder falsch, einen starren Zustand zu begreifen, sondern als einen Prozess zu begreifen, der unter dem Planungsgesichtspunkt sowohl hinsichtlich Wirkung, aber jetzt Karlowitz-Modell zu Abfluss, auch einer ständig, einer permanenten Veränderung unterliegt. Und wenn wir jetzt einen anderen Begriff einführen und vom Kulturerbe sprechen, was uns ja auch immer unglaublich leicht von der Hand geht, dann ist vielleicht unter dieser terminologischen Eingrenzung, die beide Referenten versucht haben, ich übertrage sie mal hierauf, auch klar, dass es hier keinesfalls um eine ganz klare und stabile Setzung geht, sondern doch auch etwas um etwas geht, was permanenter Verschiebung und auch Perspektivenveränderung unterliegt. Wenn wir das so tun, und ich würde damit ganz gern mal starten, würde ich gerne reihum fragen, wie aus Ihrer jeweiligen Perspektive, ich benenne die vielleicht auch nochmal, aber Sie tun es vielleicht auch selbst, weil das für Sie die Chance auch ist, sozusagen nochmal ein Stück weit Ihre Richtung, Ihren Blick als in einer bestimmten professionellen Rolle auf das zu beschreiben, was letztlich als Kulturerbe bezeichnet wird. Wie stehen Sie sozusagen oder welche Rolle spielt dieses Kulturerbe für Sie? Welche Rolle denken Sie, spielt es vielleicht auch außen herum und welche Rolle haben Sie selbst sozusagen in diesem Spiel? Bitte relativ knappe und durchaus auch etwas holzschnitthafte Äußerungen, damit wir nachher oder im weiteren Verlauf sehr viel Zeit haben. Und mir ist natürlich allen klar, dass im Hintergrund in Ihren Köpfen mindestens bei der Hälfte der hier Sitzenden der berühmte Reiß-Engelhorn-Wikimedia-Prozess steht. Aber wir wollen uns darum gerne, vielleicht auch ein bisschen später kommen, kümmern, um mal von außen sozusagen auf ein Konkretes zu kommen und dann auch wieder vielleicht rausgehen zu können. Herr Kohle, darf ich Sie einfach mal bitten, diesen Start zu machen, also mal kurz zu reflektieren, wie, wo, wann Kulturerbe, dieses sogenannte, eine Rolle spielt, ganz konkret in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und umgekehrt auch, welche Rolle dieses Kulturerbe vielleicht für diejenigen, die wiederum Ihre Zuhörer sind, die wieder Ihre Rezeptoren, Rezipienten sind, arbeitet. Ja, Und sich bei der Gelegenheit natürlich so ein bisschen professionell auch nochmal einführen. Das dachte ich, können wir bei der Gelegenheit nämlich in einem Schritt tun. Wir sollen uns jetzt selber einführen, oder wie? Nein, also da Sie Ihre persönliche Perspektive auf die Frage legen, war mein Denkmodell, dann werden Sie auch die persönliche Annäherung wählen und dabei lernen wir über Sie auch ein Stück gleich kennen und ich spare mir viele möglicherweise falsche Etiketten. Gut, also ich könnte jetzt trivial darauf antworten und sagen, ich mache als Professor für Kunstgeschichte den ganzen Tag nichts anderes als das. Ich würde aber lieber ein Stichwort von Herrn Kuiper eben aufgreifen. Der hat nämlich von der langanhaltenden Wirkung von Kunst gesprochen. Und das spielt mir sozusagen in die Beine. Ich würde eben behaupten, dass mit den digitalen Medien, das steht ja hier immer im Hintergrund, eine Möglichkeit gegeben ist, das impressionistische Erlebnis vor Ort zu verlängern, zu vertiefen, zu verstetigen. Das wird an manchen Stellen auch an deutschen Museen etwa schon getan. Aber ich glaube, da müsste eine ganze Menge mehr gemacht werden. Und mein Bemühen an der Universität ist, mit also etwas wie einem, mit dem Aufbau eines Schwerpunkts, den wir digitale Kunstgeschichte nennen, das sozusagen nach allen Seiten hin weiter auszubauen. Sie haben gesagt, ich soll kurz machen, ne? Das war jetzt sehr knackig und aufgreifend und das ist ja schön, wenn wir eine Verbindungslinie ziehen auf den Begriff Wirkung und digitale Möglichkeiten. Ja, aber Sie haben schon das Mikrofon gegriffen, wunderbar. Ja, also. Und fühlen sich schon angesprochen, sehr gut. Aber ich würde Sie gerne bitten, dass die Grundrichtung, also eher als generelles Statement, durchaus nochmal weiter zu verfolgen. Die Fäden greifen wir dann nachher nochmal weiter auf. Gut, also Helge David, ich bin Kunsthistoriker, selbstständig, Freiberufler. Ich berate Museen und begleite sie durch den digitalen Wandel. Also ich finde bei Kultur
den Aspekt des Lebendigen. Herr Kaltenbrunner hat es Organismus genannt im Stadtraum, von zentraler Bedeutung und denke, dass freier Zugang zu Wissen und Kultur den gesellschaftlichen Kitt mit ausmacht. Und da wir derzeit ein bisschen so das Auseinanderdriften von Gesellschaften sehen, finde ich wichtig, dass wir diesen Zugang zu Kultur und freiem Wissen fördern. Das ist einmal online natürlich, indem man gemeinfreie Digitalisate offen frei zur Verfügung stellt. Und bei offline muss man sagen, man kann auch mal über Preiskalkulationen im Museum und Eintritte überlegen. Also ich denke, das ist so mein Statement, das Museum muss anfangen, sich mehr als öffentlicher Raum zu sehen. Das war sehr knapp. Also das Museum als öffentlicher Raum, das Anknüpfungspunkte schafft. Ich würde jetzt einfach mal die Runde sozusagen weiterziehen. Wie gesagt, nochmals unter der Fragestellung Kulturerbe, was bedeutet das für Ihr professionelles, persönliches Individuum, persönliches Leben und gleichzeitig auch Ausblick darauf, was Ihre Rolle in diesem Zusammenspiel mit dem Kulturerbe für die Gesellschaft vielleicht auch bedeutet. Herr Hector. Herr Altenhöhner hat es gesagt, ich bin Tim Hector, Vorsitzender des Vereins Wikimedia Deutschland und ich war bis zum Herbst 2016 Student der Germanistik, bin jetzt bei der Akademie für Ehrenamtlichkeit beschäftigt und war lange Jahre aktiver Wikipedianer, mittlerweile nicht mehr ganz so aktiv in dem freiwilligen Tun und Bemühen darum, die Wikipedia zu verbessern. Was bedeutet kulturelles Erbe für mich persönlich? Als Student war es für mich, als Student der Germanistik, war es für mich heutzutage in den letzten 4 Jahren selbstverständlich, dass ich auf bestimmtes kulturelles Erbe Zugriff hatte. Ich war in der Lage, die Iwein-Fresken aus dem 13. Jahrhundert nicht nach Rodeneck fahren zu müssen, sondern sie digital anschauen zu können in Bildern. Und ich war noch viel mehr auch dazu in der Lage, mittelhochdeutsche Metrik in einem E-Learning-Kurs zu erlernen. Und das war für mich alles schon in meinem Studium ganz selbstverständlich und das war es vor 20 Jahren noch nicht. Insofern hat da schon eine Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe stattgefunden. Was bedeutet es in meiner Rolle, auch als Vorsitzender von Wikimedia? Da bedeutet es, und das ist auch das, wozu wir als Wikimedia stehen müssen, dass wir alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, und dazu gehören eben jetzt ganz besonders digitale Mittel, Medien, das kulturelle Erbe, das wir haben, in die Welt zu tragen und das nicht zu tun, digitale Mittel nicht zu nutzen, wäre eine Verneinung dieser Verantwortung und wir haben diese Verantwortung als Gesellschaft gemeinsam. Danke für dieses Statement, was persönlichen Bezug zum einen, also sozusagen Angewiesenheit auf das Vorhandensein eines kulturellen Erbes und Sie haben es besonders betont im digitalen Bereich, meint und gleichzeitig und im nächsten Schritt dann auch praktisch eine gesellschaftliche Aufgabe postuliert hat. Ja, Herr Wieczorek, Sie würden die Runde jetzt abschließen. Sie kuratieren kulturelles Erbe und ich würde Sie auch bitten, sozusagen in einem Eingangsstatement sozusagen Ihre professionelle persönliche Sicht auf das kulturelle Erbe und gleichzeitig seine Einordnung und Ihres Tuns zu versuchen. Ja, das will ich sehr gerne tun. Ein Museum, aber auch ein Archiv hat ja die Aufgabe, nicht nur die Dinge digital zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Originale zu bewahren. Das ist eine der Haupt- und auch Pflichtaufgaben in Museen und Archiven. Und wir kommen heute ohne eine Digitalisierung nicht mehr aus, wollen es auch nicht, weil sie an vielen Stellen helfen kann. Zum Beispiel, um Originale entschlüsseln zu können, um sie besser verstehen zu können, um manchmal mit entsprechenden Auflösungen und fotografischen Aufnahmen wesentlich mehr herauszuholen, als mit dem bloßen Auge am Original abzulesen ist. Aber umgekehrt ist es ein fataler Weg zu glauben, dass man nur mit den digitalen Seiten ein Kunstwerk oder überhaupt einen Gegenstand wirklich erfassen kann. Und in dem Fall muss ich dann wiederum sagen, lohnt sich der Weg zum Stück selbst dann doch wieder, denn nur dieses direkte in Augenschein nehmen kann dazu führen, dass man
das Stück tatsächlich vollumfänglich begreifen kann und auch wirklich verstehen kann, es auch in seinem Verständnis überhaupt richtig verstehen kann. So gesehen ergänzen sich die Originale und die Digitalisate. Sie schließen sich auf keinen Fall gegenseitig aus. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein wichtiges Grundelement natürlich über die sozusagen Derivatfunktion, gleichzeitig aber auch die Sicht, dass Digitales durchaus eine neue Qualität gewinnen kann, aber nicht abzulösen ist von einem Original. Nun haben wir es natürlich auch im Bereich des kulturellen Erbes zunehmend auch mit rein digitalem Material zu tun, also was sozusagen Born Digital von vornherein digital entstanden ist. Lassen Sie uns vielleicht diesen Aspekt nochmal in der Runde ein bisschen vertiefen. Also die Frage letztlich doch nochmal zurück auch zur Frage kulturelles Erbe. Und deswegen war das gut, dass Sie das, glaube ich, auch so gerade aufgegriffen haben, als der Kurator von Objekten aus der Vergangenheit. Wer verantwortet eigentlich dieses kulturelle Erbe? Wer sorgt dafür? Wer ist sozusagen beauftragt, dieses kulturelle Erbe zur Verfügung zu halten? Vorhin haben wir heftig über das Thema Archivierung schon diskutiert. Sprechen wir vielleicht lieber an der Stelle, um auch den Dynamik des Prozesses zu verdeutlichen, von Verfügbarkeit. Ja, vielleicht knüpfen Sie direkt an und ich würde dann gerne die Runde wieder. Nee, gerne. Ja. In der Regel sind es staatliche Institutionen, aber auch vermehrt in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden, private Institutionen oder Stiftungen, die sich dieser Aufgabe stellen, kulturelles Erbe zu bewahren, dafür Sorge zu tragen, dass es erhalten bleiben kann. Und jetzt will ich einen weiteren Aspekt hineinbringen, auch dafür Sorge tragen, dass damit nicht Schindluder getrieben wird oder es in falschen Zusammenhängen zu einer Veröffentlichung oder Erwähnung kommt. Was ist ein falscher Zusammenhang? Ein falscher Zusammenhang ist zum Beispiel, wenn ein Kunstwerk, nehmen wir mal an, von einer Nazi-Gruppe verwendet wird, um damit Werbung zu machen für ihre eigenen Zwecke. Das würde ich zum Beispiel versuchen zu verhindern und das wäre ein Weg, der meines Erachtens denen, die über diese Exponate zu verfügen haben, zusteht, darauf zu achten, dass solche Missbräuche nicht geschehen. Vielleicht gehen wir in Schritten vor, das ist ja sozusagen eine konkrete Wendung. Also ich glaube, wir haben hier schon gesehen in der Runde hier vorne und ich glaube, da sind wir uns alle einig im Saal, kulturelles Erbe ist sozusagen in dieser Unschärfe, die es hat, ein zentraler Begriff, an dem wir uns hier in unserem professionellen Umfeld, ich glaube, ich kann es auf die Saal erweitern, permanent beschäftigen. Es ist essentiell, es ist sozusagen von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Im zweiten Schritt haben wir auch gehört, das hat der Wilczorek gerade ausgeführt, dass es eine Mandatierung, einen Auftrag für Einrichtungen der öffentlichen Hand und auch anderer gibt, dieses Erbe, dieses Kulturerbe ja, zur Verfügung zu halten. Ich denke, das sind ja schon mal ganz wesentliche Grundmaximen, die man so festhalten kann. Herr Wilczorek hat daraus sozusagen noch einen weiteren Schritt gerade vollzogen. Er hat daraus einen Anspruch abgeleitet oder eine Anforderung abgeleitet, dass der oder diejenige Einrichtung, die über die kulturellen Objekte des kulturellen Erbes verfügt, auch eine Verpflichtung hat, die unter Umständen auch zu einem Eingriff führt, was den Zugang angeht. Ich würde gleich gerne Sie dazu fragen, aber ich würde gerne Herrn Kohle noch mal aus der Perspektive des Wissenschaftlers auch bitten, dazu was zu sagen. Wie stellt sich diese Sicht, diese Kuratierungsfunktion, die auch eine Observierungsfunktion hinsichtlich der Nutzung einschließt, wie Herr Wilczorek das nicht so formuliert hat, aber gesagt hat, in der Tendenz, aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler da? Ja, Sie merken, dass wir uns langsam an die Sache ranpirschen und langsam wird es wahrscheinlich auch konfliktreich. In der ersten Runde waren wir uns ja alle noch einig, in der zweiten sind wir es jetzt schon nicht mehr. Das will ich auch gleich begründen. Ich glaube übrigens, Herr Wilczorek, dieser Punkt, den Sie dann nennen, das ist gegenüber der Finanzierungsfrage, die ja im Zusammenhang mit Ihrer Aktivität, auf die ja sicherlich gleich noch zu sprechen kommen sein wird, immer im Vordergrund steht, dass eigentlich viel wichtiger eine andere Frage für die Museen ist und für die Kulturinstitutionen. Sie wollen nämlich kontrollieren. Sie wollen kontrollieren, was über Ihre Gegenstände gesagt wird. Und da würde ich jetzt mal ganz verkürzt sagen, sobald wir uns ins Internet begeben, sollten wir diesen Gedanken lieber aufgeben. Wenn wir das machen wollen, dann sollen wir erst gar nicht ins Internet gehen. Das Beispiel, was Sie bringen mit den Nazis,
Also da appelliere ich, da sollte man vielleicht mal das neue Buch von Garten Esch über die Redefreiheit in einer vernetzten Gesellschaft, so ähnlich heißt es, glaube ich, lesen. Wenn diese Nazi-Gruppe wirklich eine Nazi-Gruppe ist, dann wird sie verboten und dann wird sie im Internet auch nicht mehr auftreten. Wenn sie nicht verboten wird, werden wir uns, und das ist in der Tat ein Punkt, mit dem man, ertragen muss, werden wir uns auch damit abfinden müssen, dass eine solche Gruppe mit den Werken agiert, die wir da haben. Das Leben ist kein, wie heißt das nochmal, kein Ponyhof. Das Leben ist, immer wenn es spannend wird, fällt mir gerade das Wort nicht ein, das Leben ist kein Ponyhof, und mit sowas, da gebe ich Ihnen völlig recht, wer es wagt, mit diesem neuen Medium zu agieren, der muss bestimmte Konsequenzen auch ertragen. Bevor wir uns jetzt sozusagen ganz unmittelbar hinein verheddern, würde ich ganz gern nochmal versuchen, Herr Kohl hat eine ganz klare, prägnante Sicht formuliert, die sehr stark auf den Raum Internet sich bezog. Ich würde gern Sie nochmal bitten, aus Ihrer Perspektive, der Sie ja auch als Museum hat immer auch so eine Kuratierungssicht ganz sicherlich agiert, wie Sie sich zu diesen zugespitzten Thesen jetzt stellen. Also ich bin grundsätzlich, natürlich folge ich Herrn Kohles Meinung, wollte noch mal ein paar Zahlen nennen. Also das Städel ist auch eine Stiftung, die gehen sehr offen digital um, bewahren sich bestimmte Rechte auch, das muss man auch sagen, also sind nicht ganz frei, dass sie das allen anbieten, aber die haben ganz viele Exponate online mittlerweile und haben in den letzten Zahlen auch ihre Zugriffszahlen online gesteigert und gleichzeitig aber auch ihre realen Besuchszahlen. Ne? Da sieht man einfach mal, dass diese mehr, dass man durch das Digitale die Leute abhält, ins Museum zu kommen, dass das nicht stimmt, sondern dass es im Gegenteil einen sehr verstärkenden Charakter hat, ins Museum nachher zu gehen. Andere Museen wie das Datensmuseum in Kopenhagen, die sammeln Beispiele, wie Leute mit den frei verfügbaren digitalen Daten kreativ umgehen. Da gibt es ganze Seiten, wo Leute halt Bilder aus dem Museum nutzen, die sie frei und mit einer CC0-Lizenz, also auch gewerblich offener Lizenz, wie sie frei damit umgehen. Und im Gegenteil sind da keine Nazi-Gruppen, die damit umgehen, sondern das sind Leute, die kreative Dinge damit treiben. Also wir kommen sozusagen zu der Grundfrage, glaube ich, so kann man sagen. Wir haben festgestellt, es gibt kuratierende Einrichtungen und die Frage ist letztlich, was diesen Auftrag ausmacht. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich, dass eine kuratierende Einrichtung, sei sie ein Archiv, eine Bibliothek, ein Museum, immer eine Auswahl trifft, immer selektiert. Es gibt ganz wenige Einrichtungen, die mit dem Anspruch der Universalität wirklich auftreten. Also da in der Frage der Materialgruppen, die in eine solche Institution hineingehen, gibt es eine klare Mandatierung an die Kuratoren. Und wir diskutieren im Moment über die Frage, ob es eine darüber hinausgehende Pflicht von Anbietern gibt, das, was sie anbieten, zu limitieren und vielleicht auch für bestimmte Benutzergruppen, Nutzungsgruppen nicht zur Verfügung zu stellen. Herr Hector, wie würden Sie das aus Ihrer Sicht, jetzt aus der Sicht natürlich des Wikimedia-Vereins und der Wikipedia der Werkzeuge, kommentieren wollen, da Sie ja auch ein Wissenssammler sind? Die Verantwortung für das kulturelle Erbe ist ja eine gesamtgesellschaftliche. Sie muss ja auf mehrere Schultern verteilt werden. Ich glaube, da würden Sie mir auch nicht widersprechen. Sie haben als Institution den Auftrag, das Wissen zu bewahren. Und sobald wir aber, weil das eben nicht von einer Masse von Leuten getan werden kann, wir brauchen dafür schon noch Institutionen, die physisch darauf aufpassen, dass es den Dingen, die wir bewahren können, gut geht. Aber sobald es darum geht, das zu verbreiten, zugänglich zu machen, sind wir darauf angewiesen, dass nicht nur Institutionen, sondern die gesamte Gesellschaft, alle Teile, die daran mitwirken wollen, diese Möglichkeit auch haben. Und wir sehen in Projekten wie der Wikipedia sehr eindrücklich, dass das auch sehr gut funktioniert, dass Freiwillige jeglichem Hintergrund in der Lage sind, alle möglichen Wissensquellen auszuschöpfen und Wissen zur Verfügung zu stellen. Und das nicht zu tun, also sozusagen von einer Stelle eine Blockade aufzubauen und zu sagen, hier gibt es aber einen Kuratierungsanspruch und deswegen kann Wissen oder in welcher Form auch immer nicht in der Wikipedia oder in anderen Kontexten verwendet werden, weil man könnte ja auch gefährliche Dinge damit tun oder Dinge, die falsch sind, woher auch immer dieser Anspruch des, also wir sind uns sicher einig, dass eine Verwendung in einem
Kontext von Nazis sicher falsch ist. Da können wir hier als Gesellschaft drüber entscheiden, möglicherweise. Aber wir können eigentlich nicht weitergehen. Wir können nur einen ganz, ganz kleinen Konsens darüber ausmachen, was falsch ist. Und entsprechend müssen wir sozusagen mit diesem Rest leben, der es uns ermöglicht, dafür all die anderen tollen Kontexte, in denen Wissen verwendet werden kann, auszuschöpfen. Und insofern ist ein Kuratierungsanspruch durch eine Institution aus meiner Sicht abzulehnen. Herr Wittscholl, Sie sind jetzt ein paar Mal angesprochen. Ich will Ihnen auch natürlich die Gelegenheit geben, jetzt darauf zu reagieren. Vielleicht, gut, eine Brücke vielleicht, aber vielleicht auch aber keine wirkliche. Wir brauchen gar keine Brücke, weil vieles in der analogen Welt haben Sie natürlich als Kurator eine hohe Verantwortlichkeit, die Objekte, die Sie im Eigentum haben und die Sie verantwortlich zur Verfügung stellen, zu schützen vor Verlust, Beschädigung und so weiter. Das ist ja in der digitalen Welt anders. Und insofern würde ich Sie bitten, vielleicht nochmal diesen Anspruch auf Kontrolle, so hier das Stichwort fiel ja, zu der Frage, wer nutzt wie das, was Sie als Museum zur Verfügung stellen, nochmal näher zu begründen, durchaus auch in einer systematischen Weise. Ja, ich will einfach noch mal ganz klar machen, wir sind an vielen Stellen ja durchaus einer Meinung. An manchen Stellen sind hier einfach Fehlinformationen unterwegs. Das Städel nimmt für die Bereitstellung seiner Bilder, wenn Sie dort einen Katalog etwas herbeiholen wollen. Sie haben es mal so ganz kurz nur erwähnt, selbstverständlich jede Menge an Mitteln und Geld und verzichtet in keiner Weise darauf. Das Städel sucht selbst aus, welche Bilder ins Internet gestellt werden und welche nicht. Und darum geht es hier in diesem Streit auch. Bei uns ist es nämlich so, dass eine Fremdperson die Auswahl getroffen hat und diese Fremdperson gesagt hat, diese Dinge will ich mal ins Internet stellen. Das ist ein kleiner Unterschied. Der Städel sucht also die Dinge selbst aus und Sie haben das sehr richtig gesagt. Natürlich stellt der Städel diese Dinge ins Netz. Die Frage, die Sie aufgeworfen haben, und da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, die sind in keiner Weise wirklich belegbar, dass das Thema mehr Bilder ins Internet stellen tatsächlich zu mehr Besuchern führt. Ich würde sogar jetzt mal dagegenhalten und sagen, unser Streit mit Wikipedia, Wikimedia hat dazu geführt, dass wir wesentlich höhere Klickzahlen haben und dass wesentlich mehr Menschen zu uns ins Museum gekommen sind. Ja? Und das sagt genauso wenig aus, wie das, was Sie eben gesagt haben, darstellen zu können. Das ist das Problem. Wir versuchen uns sozusagen mit den Bauchgefühlen gegeneinander hier in Stellung zu bringen. Das ist nicht der richtige Weg. Ein Punkt gegen Verharmlosung bin ich ganz strikt. Wir wissen, wie schwierig es ist, allein die NPD sozusagen nicht zu einer normalen Partei oder eine normale Partei sein zu lassen. Deshalb kann man das nicht hinnehmen, dass man sagt, kaum gibt es eine Nazi-Gruppe, die dieses oder jenes verwendet, dann wird sie auch verboten werden. Das ist ja nun wirklich nicht korrekt. Das kann man so auch nicht stehen lassen. Darum geht es aber letztlich auch nicht. Es geht um die Frage, wer stellt die Dinge ins Netz? Ist das irgendeine dritte Person oder ist das die Institution, die eine gewisse Sachwaltung über diese Dinge zu betreiben hat, deren Aufgabe das ist? Und stellt man diese Dinge ins Netz, und das kommen wir jetzt zu dem entscheidenden Punkt, dann ist die Frage, wird es allgemein freigegeben oder zu wissenschaftlichen, wie wir das tun wollen, zu wissenschaftlichen und zu privaten Zwecken und zu Zwecken für Studierende und dergleichen mehr, aber nicht für kommerzielle Zwecke. Das ist der springende Punkt, den Herr Kohler eben ja auch schon am Anfang kurz angesprochen hat. Ja, vielen Dank. Das heißt, ich würde mal so wagen, das Zwischenresümee zu ziehen, dass dieser Aspekt des Kontrollierens um Probleme und schwierige Punkte, die entstehen könnten, wir haben das Nazi-Beispiel kurz diskutiert, gar nicht weiter vertiefen, weil auf meine Frage auch, was sozusagen grundsätzlich an einer Positionierung zusteht, haben Sie jetzt auch nicht wirklich viel gesagt. Das ist auch in Ordnung und nachvollziehbar, aber das können wir als Konsens, glaube ich, an der Stelle auch mal feststellen. Es gibt keinen prinzipiellen Kontrollanspruch, nennen wir es mal so. Es gibt gesellschaftliche Bereinigungsformen, wie man mit so einem Problem umgeht. Wir bewegen uns jetzt auf so eine operationalisierte Ebene herum. Sie haben im Kern einerseits auf die Frage der Refinanzierung oder der Geldeinnahme abgehoben, aber zum anderen und vor allen Dingen darauf, dass es Ihre Entscheidung als Eigentümer oder Staat
Eigentümer im Sinne, die Digitalisierung ist ja ein nachgelagertes Werk daraus, darauf bestehen, dass Sie bestimmen, wo und wie das Material genutzt wird. Sie hatten sich hier schon sozusagen gemuxt, gerne dazu. Also es gibt natürlich nicht nur das Städel als Beispiel, es gibt auch das Rijksmuseum in Amsterdam und es gibt in Hamburg das Museum für Kunst und Gewerbe. Die stellen die unter einer CC0-Lizenz zum freien, hochaufgelösten Download zur Verfügung. Das Rijksmuseum hat derzeit 200.000 Werke online, die man gratis herunterladen kann. Es gibt dazu Erhebungen, dass der Verwaltungsaufwand dem Rijksmuseum einfach auch schlichtweg schon mal zu groß war, dass sich die Refinanzierung der Bilder überhaupt nicht gerechnet hat. Und dann sind die hingegangen und haben gesagt, wir stellen die hochaufgelösten Bilder selber zum Download, zum freien CC0-Download zur Verfügung. Und sind noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben nämlich quasi ein Stück Kontrolle zurückerlangt, indem sie sie selbst in die Europeaner und in die Wikipedia hochladen, damit halt die Werke, die sie haben, nicht in so einer schlechten Digitalqualität bei Wikipedia vorliegen, sondern in erstklassiger, aufgelöster Qualität. Und das hat sich für die sehr gerechnet und da gibt es auch positive Aussagen, auch schriftliche und Stellungnahmen vom Rijksmuseum. Also auch ein ganz, also ein Hinweis auf ganz operationale, tägliche Verhaltensweisen, eine Haltung im Grunde, eine politische Entscheidung einer Einrichtung, das zu tun. Keine grundsätzliche Aussage. Herr Kohle, Sie wollten sich unmittelbar äußern und ich würde natürlich gerne auch Herrn Hector gleich dazu noch hören. Und dann würden wir die nächste Runde kommen, mit Sicherheit. Ja, ich wollte zu meinem Votum eben nur noch mal sagen, das klang ja so ein bisschen dystopisch. Eigentlich hätte ich ergänzen müssen, ich glaube, dass die positiven Anwendungen von Freiheit zur Verfügung stellen natürlich bei weitem überwiegen den anderen. Das wollte ich nur noch mal ergänzen. Das Beispiel, was Sie da gerade gebracht haben, dass Ihnen der Konflikt hier mehr Besucher gegeben hat, das könnte ein Schuss ins Knie sein. Also das zeigt ja das beweist ja in allererster Linie, dass Aufmerksamkeit erzeugt werden muss. Und Aufmerksamkeit erzeugt man heutzutage eben insbesondere über die digitalen Medien und über das Internet. Von daher würde ich es für wahrscheinlicher halten, dass Präsenz im Internet auch zu stärkerer Präsenz in Real Life führt. Aber das Städel zum Beispiel, Hollein, der ja nun leider weggegangen ist, und ich kann nur hoffen, dass die Politik da weiter betrieben wird, hat immer gesagt, unser Auftrag ist ein doppelter. Er ist sowohl einer im Museum als auch einer im Internet. Und wenn man sich die amerikanischen Museen anguckt, bei denen wachsen beide Bereiche. Aber die sind auch besonders stolz und ich finde, das muss auch inzwischen ein Kriterium sein, unabhängig davon, ob das jetzt, das kann man sowieso schlecht beweisen, ob das direkt zu Besuchen im Museum führt oder nicht. Die Zahl der Online-Besucher wird in Zukunft auch für Museen, glaube ich, eine größere Rolle spielen. Was jetzt die Finanzierung angeht, ich sage es jetzt mal wieder auf die mir eigene direkte Art, die mir immer Schwierigkeiten bringt. Sie finanzieren sich mit Sicherheit nicht über den Verkauf von Reproduktionen. Ich glaube nicht, dass es weltweit mehr als 5 Museen gibt, die bei einer Vollkostenrechnung den Aufwand, den sie betreiben müssen, über den Verkauf von Reproduktionen wieder reinholt. Wenn man jetzt mal vielleicht von Dresden absieht, wo die lieben kleinen Engelchen aus der Sixtinischen Madonna auf irgendwelchen Tassen zu ordentlich Geld führen, da holen sie ihr Geld nicht, aber wenn sie es so machen wie das Rijksmuseum oder auch wie Städel, das Städel verkauft Reproduktionen über die DM. Und das ist für uns, ich gebe zu, ich komme aus einem knallhart konservativen kulturellen Schulhintergrund. Für mich ist das auch schwierig, aber ich muss meine eigene Vergangenheit auch bekämpfen. Das Schwierige ist anzuerkennen, dass wir hohe kulturelle Inhalte jetzt auf einmal über einen Supermarkt verkaufen sollen. Oder das Rijksmuseum gibt die Sachen hochauflösend raus und sagt, macht was damit. Und wir geben einen Preis dafür, für die beste Anwendung. Und diese besten Anwendungen werden dann in ihrem eigenen Museumsshop verkauft. Und damit verdienen die ihr Geld, nicht über den Verkauf der Reproduktion. Da gibt es natürlich jetzt sehr vieles zu sagen. Ich lasse es jetzt erstmal dabei. Gerade die kommerziellen... Kleinen Moment noch. Wir haben ja sozusagen einen Punkt gerade erreicht. Herr Kohl hat gesagt, Bilder von Objekten freizugeben, überwiegt am Ende in den Vorteilen. Da haben Sie sofort spontan gesagt, ja, das ist so. Das halten wir mal fest. Ich denke, das ist gut, manchmal auch so kurz innezuhalten, dass wir da aller Meinung sind. Ich würde gerne Herrn Hector bitten, nochmal aus seiner Sicht
natürlich auch vor dem Hintergrund dieses Prozesses, aber bitte schon auf der Ebene, auf der wir uns im Moment noch bewegen. Wir sind ja noch nicht sozusagen mittendrin. Ich will ehrlich gesagt auch nicht darüber diskutieren, ich sage es jetzt auch gleich so deutlich, ob Lichtbildschutz wieder zu bewerten ist. Deswegen vielleicht nochmal aus einer etwas generischeren Perspektive eines Grundauftrags von Wikimedia, so wie Sie ihn vorhin kurz skizziert haben, Ihre Sicht. Ich stelle mir im Grunde zwei Fragen. Ich stelle mir die Frage, wenn Sie sagen, die Institution wählt aus, welche Bilder im Netz zur Verfügung stehen. Wonach wählen Sie das denn aus, welche da sind und welche nicht? Warum sind denn nicht einfach alle da? Also es müssten, also außer die mit urheberrechtlichem Schutz, da haben wir überhaupt keine Diskussion drüber, dass Menschen, die jetzt noch leben und einen urheberrechtlichen Anspruch an ihren Werken haben, das will ich hier nicht diskutieren. Aber warum alle, deren Urheberrechtsschutz längst abgelaufen sind, nicht alle zur Verfügung stehen und in jeglichem Kontext genutzt werden können, das leuchtet mir nicht ein. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, jetzt ist immer diese Frage der Refinanzierung hier angesprochen worden. Sie haben das, glaube ich, noch gar nicht so wirklich ins Feld geführt. Also ist denn das tatsächlich für Sie ein relevanter Baustein? Und wenn ja, wie viel macht es aus? Und zwar vor allen Dingen der gemeinfreier Werke, das interessiert mich. Damit wir geordnet hier laufen, bestehe ich immer auf meinem Sternprinzip noch mal kurz zurück. Aber die Fragen, bin ich dankbar, insbesondere für die erste. Das Thema Finanzierung werden wir uns sicherlich auch noch mal angucken, also wie weit diese Argumentationskette reicht. Aber die erste Frage möchte ich gerne durchaus, die haben Sie gerade gehört, brauche ich nicht zu wiederholen. Zweite Frage, vielleicht nochmal die Bitte, und vielleicht fällt es auch zusammen, Sie haben vorhin gesagt, ich möchte bestimmen, was mit dem, was von meinen Objekten digital abgezogen wird, passiert. Egal, ob ich es tue oder ob es irgendjemand tut. Und vielleicht, dass Sie das noch ein Stück weit erläutern. Also schlicht, was motiviert Sie zu dieser Haltung, dieses ich möchte bestimmen? Es geht nicht um ich möchte bestimmen, sondern es geht darum, Missbrauch auszuschließen und mit Missbrauch vorsichtig umzugehen und ihn nicht auszuschließen, dass es ihn gibt. Denn es gibt ihn und es gibt ihn ganz besonders natürlich auch im Netz. Das ist nun wirklich gar keine große Neuheit. Das weiß, glaube ich, hier jeder im Raum, dass es auch eine solche Situation gibt. Wir sind Sachwalter für diese Stücke und wir geben diese Stücke denjenigen mit einer Abbildung oder auch für eine Ausstellung stellen wir die Originale zur Verfügung, zu denen, von denen wir der Meinung sind, dass sie in adäquater Weise mit dem jeweiligen Exponat auch umgehen. Und das ist bei uns generell der wissenschaftliche Bereich. Für den wissenschaftlichen Bereich, für die Studierenden, für Schüler oder für private Leute gibt es keinerlei Eingrenzungen auf diesem Gebiet. Es gibt aber die Eingrenzung auf dem Gebiet der kommerziellen Nutzung. Denn da, an der Stelle, kann es zu schwierigen Situationen kommen. Und an der Stelle wollen wir, dass wir eine klare, eindeutige Kontrolle uns wünschen und dass wir klar sagen können, dafür können die Dinge, die unser Eigentum sind, genutzt werden oder für andere Dinge nicht. Das ist ein Kernpunkt des Streites mit Wikimedia, dass wir gesagt haben, ihr könnt alle unsere Abbildungen haben, aber ihr sollt klar machen, dass die kommerzielle Nutzung uns vorbehalten bleibt. Da wollen wir noch ein Wort mitreden. Und genau darum geht es die ganze Zeit, dass das nicht zugestanden wird. Ja? Und kein amerikanisches Museum lässt genau diesen Punkt zu. Da wird vieles ins Netz gestellt, aber die kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. Das sollten Sie immer auch dazu sagen. Also das sollten wir sofort weiterverfolgen. Also das Stichwort Missbrauch hatten wir vorhin schon mal diskutiert. Ich glaube, den Faden brauchen wir nicht wieder aufzugreifen. Was wir sagen können oder was Sie jetzt sagen, ist, dass Sie bestimmte Formen des Gebrauchs, also dass Sie alle Formen des Gebrauchs sozusagen bestimmen wollen, kontrollieren wollen, die, also affirmieren oder auch nicht. Nein, wir wollen und bestimmte, den kommerziellen Bereich. Alle Formen wollen Sie kontrollieren, Sie lassen den Wissenschaftler dran, aber den kommerziellen Bereich haben Sie jetzt genannt als den entscheidenden Punkt, der aus Ihrer Sicht, na, Missbrauch, aber jedenfalls eine besondere Form ist. Herr Kohler hat sich dazu sofort gemeldet und ich denke, alle können was dazu sagen. Vielleicht in der Abfolge, Entschuldigung, würde ich mal sagen, aber Herr Hector ist ja sozusagen vorhin schon mit dem Thema, hat schon mit dem Thema begonnen, sodass ich in der Reihenfolge mal die Statements hole. Ja, jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, den alle wahrscheinlich erwartet haben. Also das mit dem Missbrauch habe ich ja schon gesagt, das hat ja keinen Zweck, das zu wiederholen. Wir haben zu wenig Diskussionszeit, um jetzt die Argumente immer wieder durchzugehen.
Eine Sache gefällt mir an Ihrer Argumentation nicht. Sie sagen, das soll nicht Wikimedia machen, das wollen wir machen. Das wird von den Museen, speziell in Deutschland, immer gerne vor sich hergetragen, aber letztlich machen sie es doch nicht oder sie machen es viel zu wenig. Und Wikimedia führt jetzt, bringt hier eine Substitution, die zum Beispiel für die Wissenschaft sehr wichtig ist. Ich glaube auch, dass das, was Sie sich unter zur Verfügung stellen, an die Wissenschaft vorstellen, das wird einfach nicht mehr reichen. Wissen Sie, wo im Moment die größten in der Kunstgeschichte, ich gebe aber zu, dass das umstritten ist, Innovationen stattfinden? Das ist da, wo wir sowas wie Datenanalyse, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, diese Geschichten machen. Und dafür brauchen Sie natürlich große Mengen an Bilddaten. Also wir machen gerade solche Projekte an der Uni in München, fangen da ganz klein an. Google macht das vor, wir können uns natürlich alles von Google wegnehmen lassen. An den amerikanischen Universitäten gibt es Riesenprogramme, Datenanalyse. Ich habe es gerade von Ohio gehört. Das ist nun nicht gerade eine der führenden Universitäten Amerikas. Die kriegen 500 Millionen Dollar für Datenanalyse und ich sehe eigentlich nicht ein, warum wir in den Geisteswissenschaften diesen Kuchen immer nur von außen und skeptisch begucken sollen, sondern warum wir da nicht auch selber zugreifen. Aber um das zu machen, brauchen wir eigentlich in viel größerem Umfang Bilddaten, als sie zumindest von den deutschen Museen mit wenigen Ausnahmen bislang zur Verfügung gestellt werden. Jetzt habe ich wieder nicht richtig in das Mikrofon reingekriegt. Wir haben ja das Bekenntnis sozusagen, wenn man jetzt mal hier Parteiungen sieht, von Wejcherik schon gehört, dass für diese Zielgruppe aus seiner Sicht es kein Problem ist. Aber jetzt hat der Herr Hector vorhin ja die Frage gestellt, warum Sie nicht alles ins Netz stellen. Ich glaube, die Antwort kennen wir im Moment mal. Ich würde mal einfach sagen, Finanzierung dürfte dabei ein erheblicher Faktor sein, bevor wir das lange diskutieren. Nochmal zurück zu diesem Kernargument, kommerzielle Verwertung wollen Sie übernehmen, sozusagen. Da hat der Herr Kohler ausgeführt, dass das so ja nicht richtig sei und ich würde Herrn David aus seiner Erfahrung mit vielen Museen auch nochmal vielleicht bitten, dazu nochmal was zu sagen. Ich wollte lieber gerne noch zu einer anderen Sache sagen. Missbrauch hieß es, also meines Wissens wurden abgemahnt, kleine Unternehmen, die im Bildungsbereich tätig waren, die wurden auch nicht vor... Mein Kenntnisstand ist, und die wurden auch nicht angeschrieben, bitte nimmt diesen Richard Wagner vom Netz, sondern da kam direkt Post vom Anwalt mit Abmahnkosten. Das ist mein Stand der Dinge, das ist so, wie es sich außen darstellt. Wenn es machen wir einen kleinen Break. Genau. Herr Wittschreck soll das kurz klären, damit wir uns nicht zu lange da. Also diese Darstellung haben Sie aus dem Netz und sie stammt nicht von uns und sie ist falsch und Sie können jederzeit, können Sie sowohl von uns als auch vom Anwaltsbüro sämtliche Daten dazu bekommen. Das ist eine absolute Fehlinformation. Wir haben mit jedem Einzelnen versucht, vorher zu sprechen und mit den meisten hat es kein Problem gegeben. Mit denen, die eine anwaltliche Beratung über Wikimedia in Anspruch genommen haben, haben wir das Problem gehabt. Okay. Ja gut, das ist eine Anregung. Das ist eine Anregung, die finde ich gar nicht schlecht. Da bin ich jetzt tatsächlich noch nicht drauf gekommen. Können Sie das so sagen, dass Sie das tun werden? Okay, also das einfach um Transparenz da reinzukriegen. Ja, selbstverständlich. Stellt das REM mit dem Büro die Daten ins Netz. Das ist kein Problem. Jetzt doch nochmal vielleicht unabhängig. War da ein Nazi dabei? Ja, ich denke, wir sollten versuchen. Herr Klippel hat gefragt, ob ein Nazi dabei war. Ich glaube, das haben wir jetzt oft genug gehört, das ist sehr einfach so zu diskutieren. Ihren Äußerungen sonst dazu. Ja. Ist auch unterhaltsam, aber wir wollen doch versuchen, aus dieser Causa was zu lernen. Und ich glaube, wir haben ein paar Lernschritte schon gemacht. Ich würde gern Herrn Hector bitten, nochmal dazu was zu sagen. Stichwort ja durchaus lernen. Was lernen wir daraus? Also mit dem Stichwort lernen komme ich gerade nicht weiterzugeben. Aber ich würde gerne nochmal. Ich bin noch ein bisschen stärker drin. Ich würde gerne nochmal an die Grundlage gehen. Warum? Also Sie postulieren ja ein Eigentum an den Dingen, die Sie bewahren. Und dieses Eigentum, das sehe ich sehr kritisch, dass Sie tatsächlich eine Form von Eigentum haben und Sie deswegen der Einzige sind, der damit aus diesem kulturellen Erbe kommerziellen Nutzen ziehen kann. Das kulturelle Erbe gehört uns allen als Gesellschaft. Und es kann, auch wenn Sie damit beauftragt sind, als Institution, als staatliche, diese Dinge zu bewahren, die physisch zu bewahren und womöglich auch einen Bildungsauftrag haben, kann aber darüber hinaus nicht ein Eigentum im Sinne von ich bin der Einzige, der daraus kommerziellen Nutzen schlagen kann, postuliert werden, sondern das steht eben allen Menschen zu und es ist ihr Auftrag, sogar das aus meiner Sicht mit einzuräumen und mit zu ermöglichen. Das
So. Ja, Herr Wetzorik, da sollten Sie nochmal unmittelbar zur Stellung nehmen, Ihr Anspruch, die kommerzielle Nutzung. Also wir sind von der Gesellschaft dafür vorgesehen, als Institution dafür eben halt nun tatsächlich zuständig zu sein. Im Übrigen sonst kann ich Ihnen gar nicht widersprechen, allerdings in einem Punkt schon. Und zwar nur 15% der 1,2 Millionen Bestände, die wir haben, nur 15% sind im Eigentum der Stadt Mannheim. Alle anderen Exponate in unserem Haus gehören altehrwürdigen Institutionen wie dem Mannheimer Altertumsverein oder unseren drei Stiftungen. Und das macht eben nun mal 85% aus. Das ist tatsächlich Eigentum. Das ist Eigentum, das aber der Öffentlichkeit vollständig zur Verfügung gestellt ist. Es ist aber nicht öffentliches Eigentum, um es nochmal in der rechtlichen Frage hier in aller Deutlichkeit geklärt zu haben. Und die tollsten und die schönsten Sachen gehören nicht zu den 15%, die der Stadt gehören. Ja. Jetzt kann man aber das, was Herr Hector formuliert hat, ja auch sozusagen als gesellschaftlichen Auftrag, als Sie, als Museumsinstitution ausdehnen. Sie haben sozusagen diese 85% zu Eigentum mit dem Auftrag, zum dieses Besitz. Material zugänglich zu machen und in dem Sinne zu Besitz, aber ich meine das jetzt im nicht juristischen Sinne zu Eigentum, um damit was zu tun. Sie haben eine Verantwortung übernommen. Wahrscheinlich gibt es sogar entsprechende Verträge, die Erschließung, Zugänglichkeit, Absicherung der Verfügbarkeit und eben auch den Zugang konkret erlauben. Also insofern sollten Sie vielleicht schon auch nochmal konkretisieren, woraus Sie diesen Anspruch, eine bestimmte Nutzungsart beschränken zu wollen. Ich frage jetzt nicht nach den juristischen Möglichkeiten dazu, die Sie ja genutzt haben, sondern was steckt da letztlich für eine Haltung hinter? Wir haben, glaube ich, auch abgefrühstückt, dass das Thema der Refinanzierung der Einrichtung an der Stelle sozusagen wirklich kompensatorisch wirkt. Was steckt dahinter? Also das kompensatorisch kann ein solcher Beitrag natürlich nicht sein, aber wir zahlen allein für unsere Aktivitäten, unsere Ausstellungen, unsere Bücher, die wir pro Jahr machen, und das ist nicht wenig, zahlen wir zwischen 50.000 und 60.000 Euro an Bildrechten an andere Institutionen oder an Bilderberge und dergleichen mehr. Wir nehmen zurzeit selbst ein ungefähr um die 10.000 Euro. Das ist kein großer Betrag, aber es geht hier auch um die Sicherung und Wahrung der Zukunft, dass nicht alle Rechte bei irgendwelchen Bilderbergen oder Bergen in Wikimedia und Wikipedia sind, sondern dass wir diesen Schatz, der uns anvertraut ist, auch auf diesem Gebiet natürlich für die Öffentlichkeit wahren. Denn dieses ist ein Beitrag zur Refinanzierung auch der öffentlich-rechtlichen Institutionen, die in den Museen nun mal auch so vorhanden sind. Das heißt, die wenigen Museen, die diesen Weg beschritten haben, den Sie vorhin genannt haben, wie das Rijksmuseum in Amsterdam, es sind eben halt nur einige wenige. Alle anderen Museen sind im Moment auf dem Weg, genau sich darüber im Klaren zu sein, dass sie selbst auf diesem Wege wesentlich aktiver werden müssen, dass sie mehr selber auch ins Netz stellen, diese Auswahl treffen, aber gleichzeitig auch die Vermarktung treffen müssen, denn in fast allen Bereichen, auch im gesamten Bundesgebiet, gehen die Mittel für die öffentliche Förderung zurück. Und wenn Sie sich klar machen, was es bedeutet, 1,2 Millionen Exponate, Bestände digitalisieren zu müssen, dann wissen Sie, was das kostet. Ja. Ja? Das wobei ist die Relation, praktisch nicht leistbar. Wobei die Relation ja kaum sozusagen überzeugend ist, wenn Sie von 10.000 Euro Einnahmen sprechen, zu den Kosten. Aber lassen das Sie ist mich ein noch mal Anfang. Einen anderen Punkt, das ist noch nicht einen Punkt das sagen. Ende, sondern das ist ein Anfang. Wenn man mal annehmen würde, dass die vermuteten Einnahmen, die Sie über so ein kommerzielles Modell in Anführungsstrichen erzielen, ersetzt würden. Sie bräuchten sich die Mühe nicht zu machen, abzüglich auch der Kosten, die Sie brauchen, um das zu administrieren. Wäre für Sie dann der Tatbestand sozusagen hinfällig? Ich würde sagen,
wenn dieser Fall eingetreten ist, dann ist immer noch nicht die Hinfälligkeit gegeben. Denn wir wissen nicht, wohin geht denn der Weg, was die Frage der Rechte an diesen Exponaten und an den Dingen nun für die Zukunft bildet. Schauen wir uns das mal an. Das läuft WhatsApp, ja gerade. WhatsApp erwartet, dass jedes Bild, was Sie über WhatsApp geschickt haben, und das muss jeder auch akzeptiert haben, dass dieses WhatsApp gehört. Ja? Wenn Sie davon ein Bild zurückverlangen, und genau das ist ja auch schon ein paar Mal passiert, dann kann es sein, dass Sie eine Rechnung von WhatsApp dazu bekommen. Das sind die Fragen, an die man sich auch für die Zukunft noch halten sollte. Wir reden ja schon über ein ganz konkretes Szenario, über Kulturerbe, über Verpflichtungen von öffentlichen Einrichtungen. Aber in einem Umfeld. In einem Umfeld, das aber an der Stelle, glaube ich, schon weiter ausmeandriert. Ich würde gerne auch einen Blick nach in den größeren Raum. Der größere Raum hat sich ja schon öfters intensiv beteiligt. Ich würde vielleicht noch ein Stichwort mit reingeben. Sie haben sozusagen auf den Common Sense unter Museen verwiesen, dass man mit Gebühren agiert. Eine Gesellschaft, und dass das ein gesellschaftliches gewolltes Modell ist, so ein Stück weit sowas habe ich rausgehört. Eine Gesellschaft ändert sich ja auch. Hier in Berlin wird gerade heftig oder zunehmend darum gerungen, dass Benutzungsgebühren, Hürden aller solcher Art fallen sollen. Das betrifft letztlich auch das Thema, über das wir hier diskutieren. Darf ich mal in der Richtung durchaus auch nochmal sozusagen im Sinne der gesellschaftlichen Voten bitten, um kurze Fragen, die sich wahrscheinlich alle an Herrn Wieczorek richten. Ich fange mal willkürlich an. Sagen Sie mal, haben wir jemanden, der ein Mikrofon? Ja, genau, super. Guten Tag. Ich heiße Gabriele Sindler, ich bin Drehbuchautorin, Politologin, Betreiberin einer Webseite und Reichs-Enkelhorn-Geschädigter. Ich bin Österreicherin, kein Nazi. Trotzdem nicht. Wir haben eine Webseite für Kinder und Jugendliche gemacht, die und haben den guten Wagner in Zusammenhang mit Verdi und Wagner zu seinem Geburtstag für Kinder und Jugendliche, also wissenschaftlich, Bildung, nicht kommerziell, ich bin gemeinnützig. Und ich muss Ihnen sagen, ich gehörte zu den ersten 30 Abgemahnten und das ist alles gut und schön, was Sie möchten. Es ist nur nicht weder in der Chronologie noch den Tatsachen entsprechend. Warum wollten Sie gerne 40 Leute abmahnen, bevor Sie an den Hochlader gegangen sind und bevor Sie an Wikimedia oder Wikipedia gegangen sind? Es geht hier nicht um schöne Worte, es geht hier um Verteilung und Teilhabe. Und insofern müssen Sie sich leider gefallen lassen, dass das schon ein bisschen geschönt ist und im Nachhinein geschönt ist. Und es ist so, dass ich sofort einen Brief für 850 Euro von Ihren Anwälten bekommen habe. Sofort. Nichts anderes als sonstes. Und ich kann Ihnen das auch hochladen. Machen Sie eine Kommentarfunktion. Wir machen gerne jeder Abgemahnte sein Datum, wann, wer, wie abgemahnt wurde, daran. Also das können wir, glaube ich, als ganz konkretes Ergebnis festhalten, weil Herr Wieczorek gesagt hat, er wird also gerade in diesem die Dokumente Fall zur Verfügung stellen. Dann kann man die Frage stellen, ob die auch gerade in diesem Fall haben wir im Vorfeld mehrfach angeschrieben, nicht mal eine Antwort dazu bekommen. Und diese Mails haben wir gerade für Ihren Fall mehrfach uns vorgenommen und haben Ihnen ja auch jetzt noch Angebote dazu gemacht. Natürlich haben Sie das. Das Gute ist doch, wir haben gesagt, wir wollen Transparenz erzielen und die Idee, die Sie jetzt fortgeführt haben, Sie stellen das dagegen. Sie stellen dies öffentlich. Wir kriegen eine Entschuldigung, Transparenz wir haben uns vor Gericht getroffen und wir haben uns verglichen. Das heißt, weder Sie haben etwas gewonnen, noch ich, noch Ihre Anwälte. Ihre Institution ist mit Steuergeldern bezahlt worden. Der Aufbau unserer Webseite ist mit Steuergeldern finanziert worden. Wir haben nicht mit den Steuergeldern finanziert, sondern das ist Stiftungsgeld, was wir hier verwenden. Nur, dass mal auch dieser Unsinn hier aufhört. Also ich meine, es ist nicht so, dass Sie nicht von uns allen finanziert werden. So, es ist ja nahe klar, dass dieser konkrete Fall richtig Ärger auslöst und auch vielleicht Gelegenheit gibt, hier sowas ein bisschen abzumildern, aber das ist sozusagen nicht für alle gleichermaßen interessant. Ich würde gerne noch mal um Fragen bitten, ganz kurze Fragen, ich sammle ein Stück, damit wir vielleicht da noch mal einen Schritt weiterkommen, inhaltlich. Kein Mikro, vielleicht haben, nee. Ich möchte nur ganz kurz eine Frage stellen, aufgreifend, was Herr Kohle gesagt hat vom Deep Learning beziehungsweise Machine Learning. Wir sind im Bereich künstlicher Intelligenz unterwegs, seit etwa 6 bis 7 Jahren. Und ich glaube, dass Herr Wieczorek, das ähnelt mir so ein bisschen der Hase und der Igel, das heißt, Sie sind auf dem verlorenen Posten. Wir haben 1,5 Milliarden Facebook-Accounts.
Und ich möchte nicht, und wir können relativ schnell über ein paar Algorithmen zig Bilder wahrscheinlich herausfinden, die Sie gar nicht legalisiert haben. Das heißt, wir müssen in einen anderen Status. Das heißt, Sie müssen sich auch daran gewöhnen, dass trotz der Anwälte, trotz der Abmahnungen, diese Welle Sie überrollt. Das ist also momentan. Ihre Frage? Meine Frage ist, wie stellen wir uns der Herausforderung? Okay. Das heißt, Sie können nicht das Museum abschließen. Das geht nicht. Das ist, glaube ich, ja, okay. Sie hatten eine Frage? Sie haben sich vorhin gemeldet, Sie hinten? Also, ansonsten Herr Kaltenbrunner vielleicht schon mal. Okay. Markus Zürn, ich bin auch kein Nazi, aber Wikipedia-Autor und gerade in diesem Bereich sehr aktiv. Unter anderem haben wir gerade eine Zusammenarbeit mit dem Sonderforschungsbereich Materiale Textkulturen, den Herrn Bitschorik auch kennt, in Heidelberg. Und ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt ist, wenn Ihnen 85% der Bestände nicht gehören, dann verstehe ich das so, Sie können mindestens zu 85% dieser Sachen auch gar keine Abmahnung schicken. Und das Zweite ist, in spätestens 100 Jahren ist das Ganze selbst nach unserem derzeitigen miserablen Urheberrecht hinfällig, weil alles, was jetzt veröffentlicht wird, ist irgendwann gemeinfrei. Und Sie versuchen derzeit irgendwas aufzuhalten, was nicht mehr aufzuhalten ist. Ich hatte mit Blick auf die Zeit gebeten, wirklich Fragen zu stellen, jetzt keine Statements zu verlesen. Sorry, ich denke, das bitte die Regel da an der Stelle einhalten. Also die eine Frage Sache. Noch von da hinten und dann dürfen Sie noch mal eine. Genau. Darf ich kurz? Ganz kurz. Fortmeier mein Name, ich bin Anwalt für Urheberrecht in Frankfurt, betreue auch beim Städel diese digitalen Projekte. Entschuldigung, auch nicht exakt wirklich eine Frage, was ich hier vorzutragen habe. Ich möchte kurz was juristisch gerade rücken. Herr Wiczorek, Sie sagen, Sie stützen das, was Sie da betreiben, auf Ihr Eigentum oder Ihre Verantwortung für die Exponate, die Sie da ausstellen. Das ist nicht ganz richtig, dass die Urteile am Landgericht Berlin sind darauf, die fußen rechtlich darauf, auf die Nutzungsrechte an den Bildern, an Fotografien und nicht an Ihrem Eigentum. Sie haben jetzt, also es geht der Paragraph um die 72 kreative stand Leistung nicht zur der Diskussion im Moment. Der Fotografen, ja, an denen Sie angeblich die exklusiven Rechte haben. Also es geht nicht um das Eigentum an den Exponaten. Sie haben jetzt einmal beim Landgericht Stuttgart einen Erfolg erzielt. Da wurde tatsächlich das auf das Eigentum gestützt. Wir haben bewusst ja das Thema Lichtbildschutz allein auf weiter Flur und ich rechne nicht damit, dass das Bestand haben wird im weiteren Instanzenzug. Okay, wir haben ja das Thema Lichtbildschutz hier nicht weiter vertieft und wollten uns da auch gar nicht verstricken. Es geht um Haltungen, Positionen, letztlich um die Frage gesellschaftliche Beauftragung von Einrichtungen und wie wird dieser Auftrag umgesetzt und finden wir da eine gemeinsame Plattform. Ich habe schon, Herr Kaltenbrunner hat sich noch gemeldet, der dürfte, könnte ich mir vorstellen, auch eher nicht die juristische Perspektive jetzt einnehmen wollen. Ich glaube, wir haben in vielen Bereichen gesehen, es gibt durchaus ganz konsensuale Sichten auf der einen Seite, aber es gibt wenige und ich glaube zugespitzte Punkte, die aus meiner Sicht nicht juristisch zu klären sind, auch nicht in Prozessen und man kann über die Methodik sozusagen und die Eigendynamik, die das entwickelt, sich sicher sehr bewusst und deutlich auch verärgert äußern. Auf der anderen Seite glaube ich, es geht hier um eine gesellschaftliche Entwicklung, in der auch die Perspektiven sich deutlich verschieben. Und die Frage ist, ob dieses Grundgebot, die Mandatierung von öffentlich finanzierten Einrichtungen und ihr Auftrag, das, was sie in Eigentum haben, zugänglich zu machen, in dem neuen Raum Internet nochmal eine ganz andere Gestalt bekommt, eine andere Dynamik bekommt. Und ich glaube, dass der Grundtenor aller der Äußerungen hier da eine ganz klare Richtung weist. Und aus der Ecke kam da eine Titulierung, mit der Sie wohl leben müssen, Herr Wiczorek. Ich möchte aber nun sozusagen abschließen, ganz kleine Runde nur noch machen, weil Herr Kaltenbrunner die ganze Zeit noch einen dringenden Äußerungsbedarf hat und die Brücke herstellen könnte. Zudem, das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr machen, es sei denn, Herr Klimpel gibt mir noch Zeit. Die Meldung dort kann ich, glaube ich, nicht mehr machen. Wenn Herr Klimpel gleich sagt, kann er noch, dann ja, sonst nicht. Herr Kaltenbrunner. Es mag meiner beruflichen Deformation geschuldet sein, dass ich vom virtuellen Raum lieber in den realen Raum rückswitche und frage, ob dann Zugang zum kulturellen Erbe nicht eigentlich auch die Debatte eröffnen müsste, ob nicht die Museen kostenfrei oder alle irgendwie Einrichtungen eigentlich kostenfrei Dings. Also ich kann das eine ohne das andere nicht sehen. Ich gehöre nicht zu den Digital Natives. Ist das relevant oder irrelevant?
Ich glaube, es hat eine ganz hohe Relevanz. Das ist auch das, was ich als gesellschaftliche Bewegung an der Stelle sehen würde. Wir haben noch 5 Minuten bekommen gerade von dem Zeremonienmeister und Sie melden sich schon länger. Dann also bitte noch mal einen Kommentar aus dem Mittelgang, 6. Reihe links von mir aus. Ja, also... Entschuldigung, Sie haben das Mikro, geben Sie nicht weiter, das war mein Irrtum. Okay, 2. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Also ich finde, da müssen wir einfach mal moralisch auch uns darüber klar werden. Ich meine, das Urheberrecht hat nicht ohne Grund die 70-Jahre-Regelung. Und wenn wir da mit anderen Rechten argumentieren, um diese Regelung quasi wieder zu umgehen, hat das ja schon gewisse Implikationen. Wir müssen einfach mal eine ehrliche Diskussion führen. Wollen wir das und welche Implikationen hat das wirklich? Und ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet, Essen hat aufgrund von Stiftungsmitteln die Möglichkeit, freien Eintritt zu gewähren. Die Besucherzahlen sind durch die Decke gegangen. Das Museum ist sehr zufrieden, weil es den öffentlichen Auftrag, den es für sich selber in Anspruch nimmt, dadurch viel besser erfüllen kann. Und ich meine, natürlich, das kostet alles Geld, aber wenn wir sehen, wie viele Milliarden Bauprojekte hier in Deutschland immer wieder mehr kosten, das Geld ist da, wir müssen es uns nur mal holen. Ja. Ein weiteres Statement oder eine Frage? Ich glaube, es ist eine Frage. Also das, was Ihre Generation, unsere Generation gegeben hat und das schönste Geschenk ist, ist das Internet und der Zugang, den wir dadurch zur Information bekommen haben. Das, was passiert ist, ist, dass es eigentlich durch das Internet möglich ist, sozial komplett aufzusteigen. Jetzt ist die Frage an die Menschen, die kulturelle Einrichtungen betreiben, die Museen betreiben, was ist eigentlich dieser Auftrag? Ist der Auftrag, dass man diese Elite versucht irgendwie zu beschützen und denen noch mehr Geld in die Taschen zu gibt, oder ist der Auftrag, dass man wirklich versucht, alle Menschen, alle Kinder, die vielleicht aus benachteiligten Familien kommen, wirklich an diese Information zukommen? Also wie würden Sie Ihren Erfolg definieren als jemand, der ein Museum betreibt? Herr Wittschorek, mögen Sie auf die Frage was sagen? Gerne. Kurz, wir haben noch 1,5 Minuten. Ja. Aber gerne, erstens mal ist es so, dass wir gerade aus benachteiligten Gruppen ganz intensiv, und dafür habe ich sogar Personalstellen eingerichtet, ganz intensiv den Zugang ermöglichen und sehr viele Programme in diesem Bereich führen. Das ist das eine. Das andere ist, Museumsleute wären sehr froh, wenn das Thema Museum ohne Eintritte funktionieren dürfte. Das ist aber von politischer Seite nicht gewollt. Wir haben Zeiten gehabt, in denen das so war. Und das ist geändert worden in den letzten 20 Jahren. Das muss man einfach noch mal ganz klar zur Kenntnis nehmen. Die politische Seite hat diese Umstände eingeführt. Und die Museumsleute müssen damit umgehen und müssen das Geld sich selbst verdienen. Das ist das große Problem, was besteht. Wir sind jederzeit mit Ihnen dabei zu sagen, machen wir es doch frei und es wird anders finanziert. Wunderbar. Das ist, glaube ich, eine wichtige Grundaussage. Letztlich ist das Problem, was wir diskutieren, gar nicht nur auf den Museen, sondern es ist kulturpolitisch eine Stufe höher. Ja. Ja. Und die Gesellschaft, die sich... Und eine Gesellschaft, die sich offensichtlich verändert, ich habe die Diskussion um Benutzungsgebühren jedenfalls in Berlin angesprochen, verschiebt sich an der Stelle vielleicht. Das heißt aber auch, Herr Wittschorek, dass sozusagen der Anspruch, den Sie immer wieder geäußert haben, ich will das bestimmen, am Ende doch zusammenfällt auf das Thema, Sie stehen in bestimmten Zwängen der Refinanzierung, wenn die so nicht wären, wären Sie der Erste, der alle seine Sammlungen frei zur Verfügung stellt. Wenn ein Thema Finanzierung für die Museen, aber überhaupt für den Kulturbereich überhaupt so relevant zur Verfügung gestellt werden würde, dann gäbe es all diese Probleme überhaupt nicht. Gut, ich denke, das können wir vielleicht als persönliches Schlusswort an der Stelle stehen lassen. Und können in der Pause dann möglicherweise auch noch die weiteren Wirrungen, die dieses justiziable Vorgehen erzeugt hat, vielleicht auch wieder ein Stück weit auflösen. Dankeschön, gute Pause.